Möglichkeit 1 wäre der Windows Movie Maker. Ist bei jedem PC Standardmäßig dabei, allerdings habe ich gehört, bei Windows 7 soll nicht so gut sein. Da müsst ihr euch halt entweder vom Gegenteil überzeugen oder merken, dass es so ist. Irgendwie bei mir, wenn wird die Qualität auch schlechter, habe ich das Gefühl. Ja, was soll ich hier gerade großartig sagen? Dann nimmt man hier halt. Ich muss wieder schneiden. Hier halt Video rein, zack, Filmveröffentlichung, dieser Computer, weiter, Namen geben, weiter, und dann hier komprimieren, weil sonst kriegt ihr irgendwie ein fettes Video und das wollen wir doch alle nicht. Ja, dann veröffentlichen, bla bla bla, fertig. Video verarbeitet. Nein, will ich nicht. Also, Fraps sagt einem außerdem, Fraps schneidet die Videos automatisch bei 3,9 GB. Also Fraps komprimiert die Videos halt so wenig wie möglich, damit im Game jetzt nicht ruckelt. Wesentlich besser. Ja, gut. Windows Movie Maker ist halt bloß für HQ oder halt 480p bzw. 360p gut. Was sonst? Ja. HD-Videos könnt ihr mit dem Windows Live Movie Maker machen. Ja, Fotos hierhin, bla 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 bla, Videos und Fotos hinzufügen, bla. Nehmen wir irgendwie irgendeins, nehmen wir hier eine Vince Koto Folge, keine Ahnung. Hier könnt ihr dann, hier unten könnt ihr einstellen, wie viele Frames er euch zeigen soll. Ich mache das eigentlich so, wenn ich ihn überhaupt mal benutze, und dann für ein HD Video könnt ihr auswählen, ob er irgendwie, Moment. Wo war das nochmal? Boah, ich hab den eben. Da. Ja, Projekt speichern, könnt ihr dann Film speichern. Gut, hier habt ihr hochauflösend, 1080p, bringt man, geht halt bloß bei bestimmten Displays und so. 720p, 480p, bla bla bla. Ja. Könnt ihr alles auswählen, ist halt schnell gemacht eigentlich. Geht ganz gut, aber es ist halt dann kein voll ausfüllendes Video. Voll ausfüllende? Nein. Voll ausfüllende Videos mache ich mit Camtasia. Yay. Gut, da importiert man jetzt was. Sind die, die ich habe? Nein, nein, nö. Falsch. Zack. Nehmen wir jetzt mal ein Audio-Start-Video. Runter in die Timeline. Dann fragt er euch, welches Format für voll ausfüllend, ich sage euch jetzt mal voll ausfüllend, nimmt man eigentlich Aufnahmeformate? Okay. Also, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Bei voll ausfüllend hat die hier halt keine Render. Moment, zum Beispiel, wenn ich jetzt HD nehme, habe ich hier außen einen fetten schwarzen Rand. Den will niemand haben, der ist hässlich. Deswegen nimmt man Aufnahmeformat. So. Zack, voll ausfüllendes Video, rein theoretisch. Noch nicht komplett, aber fast. Gut, dann Video produzieren als, ja, hier Produktion meines Videos demonstrieren. Habe ich noch nie gesehen. Klicken wir mal drauf. Nein, nein, nö, nö, brauche ich nicht. So. Weiter. Und hier könnt ihr dann das Format auswählen. Ich nehme eigentlich immer MOV, QuickTime Movie. Weil es hat so gemacht und ich bin zu faul, das auszuprobieren. Aber ihr könnt es gerne ausprobieren. Es, ich meine, genügend Möglichkeiten gibt es ja. Dann weiter. QuickTime-Option solltet ihr halt auf den schaut her, solltet ihr auf den Codec H264 achten, der ist ganz praktisch. Hier beschränken auf 3000 Kilobit pro Sekunde, weil sonst wird das riesig, das Video. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich
Was überhaupt nicht, ja, hier halt Bildrate 30 FPS, also entsprechend dem, wie ihr aufgenommen habt. Bilder neu anordnen, einfach mal Häkchen. Codierung beste Qualität, also mehrere Durchgänge. So, damit ihr halt ein wunderschönes Video habt. Hier Ton könnt ihr auch noch rumprobieren, könnte ich auch mal machen, bin ich zu faul. Dann hier. Die Videogröße. Das ist jetzt das Format, was ihr dann später habt. Also hier dieses Ding da außen rum. Ja, genau. Moment, da ist. Ah, das ist mein Ort. Egal. Also hier bla 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 bla. Könnt ihr halt dann ändern. Jetzt rein theoretisch wäre es so, wenn ihr es gescheit aufgenommen habt, um HD zu machen. Also HD ist ja das Format 1280, die Größe 1280 mal 720. Aber jetzt gebt ihr euch sowas aus. Das gäbe dann 1080p, glaube ich. Ja schon. Nee, Quatsch. Ach, ich habe keine Ahnung von diesen Ps. Dadurch wäre es aber nicht voll ausfüllend. Deswegen macht man das Seitenverhältnis aus. Außer ihr habt es gerade irgendwie so gut, das Video. Das habt ihr halt gerade so gut aufgenommen. Dann macht man, ändert man das halt 720. Dadurch tritt aber eine gewisse Verzerrung auf, seht ihr ja bei meinen Videos hier. Lassen wir einfach mal. Lassen wir auch mal. Hier könnt ihr dann entscheiden, wohin das kommt, wie ihr es nennt und ob das einen eigenen Ordner kriegt und bla bla bla. Dann fertigstellen, fängt er an mit Verarbeiten und so, das mache ich jetzt nicht, also könnte meine Aufnahme irgendwie etwas länger lassen und alles und bam. Ja. Ich habe das so schnell durchgenudelt, ich wette, ihr habt sie überhaupt nicht geblickt. Also ich würde es euch nie übel nehmen, wenn ihr jetzt erst recht fragt. Ja, aber so toll bin ich einfach nicht. Gut, die Videoverarbeitung bei Camtasia dauert jetzt so. Bei meinem PC kann ich euch mal zeigen, was er so drauf hat, beziehungsweise nicht drauf hat. Also, Dual Core, 2,4 GHz, 2,5 Arbeitsspeicher, 32-Bit Betriebssystem, wen interessiert. Bla bla bla. Ja, wo ist nochmal mein Leistung? Nett, dann ist das. Muss ich mir später mal zu Gemüte führen. Ja. Die Verarbeitung bei meinem PC dauert jetzt so durchschnittlich 3 Stunden für ein HD-Video. Das kann auch ändern. Diese HD-Videos sind dann halt so circa an die 300 MB groß, also nicht schlecht. Das dauert eine Weile beim Hochladen. Vor allem wenn ihr irgendwie jetzt ich will jetzt niemanden beleidigen, aber wenn ihr eine Dorfleitung habt. Wir sind ja jetzt nicht so wow! Ja, schnell! Ja. Das müsst ihr euch halt auch erstmal überlegen, bevor ihr anfangt, ob ihr HD-Videos machen wollt, das geht auch gut ohne, zeigt ihr jetzt zum Beispiel Funk. Kann man. Oder Gemero, die machen auch nur HQ, ist auch prima. Ob ihr HD-Videos machen wollt und ob ihr diesen Zeitaufwand haben wollt. Bei Waldes hat es glaube ich so 5 Stunden gedauert, das Verarbeiten und dann das Hochladen irgendwie nochmal ein paar Stunden. Ich glaube, das ist dann irgendwie 7 Stunden für ein Video. Ich habe jetzt meistens so eine halbe Stunde fürs Hochladen, also Geschmackssache. Ja. Habe ich eigentlich schon die Warnung zu Stereo-Mix rausgegeben, nämlich, dass, wenn ihr jetzt Skype oder irgendwie einen anderen Voice-Chat habt, dann hören alle, die mit euch reden, auch das, was ihr gerade zockt, zum Beispiel. Oder wenn ihr ein Video schaut, dann hören die das. Das kann den tierisch auf die Nerven gehen. Bei einer Skype-Konferenz
habe ich halt angefangen zu zocken, ohne dass ich es wusste, und dann war ich einfach zu faul, es wegzumachen. Die haben sich geärgert, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das Produkt war dann, dass ich rausgeflogen bin, aber es war für mich lustig, einfach diese Macht zu haben. Aber tu den Leuten das nicht an, die wollen auch noch ihre Psyche weiter benutzen. Ja. Zack, bum, bäm, kurz, knackig, das war's. Bis zum nächsten Mal.